Jetzt ist man gerade am überlegen. Komme ich da oben so? Und kann das denn? Nee. Da habe ich das lieber so in Augenhöhe. Dann kommt hier noch der Nachtspeicher. Wobei der eine Abtrennung kriegt von... so ein paar Reihen von diesem PC, von diesem Bildschirm. Die werden nämlich abgeschottet. Ja, die will nur ein, zwei breiter machen, hätten die sich auch noch trennen können. Zwei breiter wäre in dem Falle super gewesen. Kriegen wir doch einfach hier hin. Und zwar... weil hier drunter muss ich nichts mehr haben, unter den zwei Reihen. Das brauchen wir nicht. Aber dann finde ich das wenigstens so schöner, dass es ein bisschen noch abgetrennt ist davon. Weil dann würde das nämlich so wegfallen. Ich könnte das so machen. Dann könnte man hier noch so. Dann könnte... ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Hier wäre abgeschottet und hier könnte man noch vier, fünf Dinger hinpacken. Oder sechs. Auf diese Wand. Doch, hier kommen noch Bildschirme rein, dann ist es jetzt nicht ganz genau mittig und nicht ganz symmetrisch. Aber das ist eigentlich das Nebenprodukt. Das ist der Nachtspeicher, okay. Weil der Nachtspeicher soll ja hier hin. Wie habe ich den programmiert? Habe ich den auf Front oder auf Back? Den habe ich, glaube ich, auf Front programmiert. Kann dann aber, glaube ich, sagen... Back. Jetzt ist es eigentlich relativ egal. Jetzt braucht er nur noch da und da und da. Und jetzt braucht der... da Platz, richtig? Nee, stimmt gar nicht. Hier braucht der Platz. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da und einmal unten. Doch. Und dann könnte man hier noch eine Tür reinziehen. Dass man wenigstens doch hinten an die Bildschirme rankommt. Oder an die Steuerung allgemein. Nun, brauchen wir ein bisschen Holz davon. Da ist es. Da brauche ich, glaube ich, nur noch die Hälfte. Zwei Bildschirme können weg. Müssen wir auch mal wieder ein paar nachcraften. Falsche Truhe. Falsch. Da kommt es doch hin. Ja. Ja. Was nehmen wir denn dafür? Einfache... obwohl, da können wir mal eine Eisentür uns gönnen. An dem Fall auf jeden Fall. Dann nehmen wir einen Hebel mit und schmeißen den dann da hinten rein. So, das brauche ich gerade nicht. Wo ist Hebel? Da, nein, da nicht. Oh. Müssen wir mal wieder ein paar Hebel machen. Weil das wird die Eisentür nämlich für da hinten sein. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. Lalalalalala. Dun, dun. Hier kommt eine Eisentür rein. Hier wird dann der Hebel hinkommen. Doch, der Raum sieht geil aus. Der wird auf jeden Fall geil dafür genutzt. Ist aber ein bisschen weit, ne? Ich glaube, da brauche ich 4, 5 Rage Upgrades und da auch noch runter, ja. Obwohl, das sind eigentlich nur die Speicher für unten. Ich weiß noch nicht, wie ich die Displays benutzen werde. Schauen wir mal eben bei dem Geometer vorbei. Yeah. Doch, du läufst. Oh, schon wieder anderthalb. Knapp anderthalb, sechs. Der läuft auch noch 2 Stunden, 11 Minuten. Oh, ich feier solche Lieder. Den brauchen wir auch noch nicht anmachen, oder? Wir können es mal testen. Ich weiß, dann können wir nämlich gucken, wo ich was angeschlossen habe. Und zwar... Moni. Na, warte mal, erstmal. Edit. Oh, ich will auf das Startup war. Ne, ist es nicht. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Kann ich das so machen? Hm. Das
habe ich nämlich ein kleines Problem. Ich habe nämlich Up und Down für die Lautstärke auf diese Position gesetzt und kann jetzt natürlich nicht rumswitchen zwischen Exit und Safe. Dann würde ich ihm sagen, ich muss noch kurz einen Cut machen und die Hotkeys ändern. Und wie sagen, sehen wir uns gleich. Und bis dahin. Tüdelü. So. Die Musik wieder zu laut gewesen. Weil ich zu weit nach rechts gedrückt habe. Ja, das ist das Problem. So. Ich habe jetzt oben und unten mit links und rechts vertauscht, beziehungsweise links und rechts mit oben und unten vertauscht. Das heißt, oh, so wäre einfach gewesen. Und ich habe hier, nein, das ist falsch. Da wird er gleich meckern. Nein, nein, nein. Edit Nacht. Ja. Da wird er nämlich nachher meckern, wenn er um dieses Häkchen beißt. Und jetzt müssen wir Monitor. Front Nacht eingeben. Das ist egal, ob wir groß oder klein machen. Das checkt er irgendwie, dass es beides dasselbe sein soll. Ja, Nachtspeicher ist aus. Nachtspeicher. Warte mal. Terminieren. Was hat er denn jetzt gesagt gehabt? Nachtspeicher. Aber ich wollte doch Nachtspeicher aus haben. Edit Nacht. So. Ach, das habe ich im Allgemeinen. Ah, genau, das habe ich im Allgemeinen geschrieben. So. Save. Exit. Monitor. Front. Nacht. So. Jetzt ist er natürlich aus. Sagen wir kurz mal an. Falsche Seite natürlich. Na, aber hier ist richtig. Genau. Aus an. Jetzt hätte ich natürlich, wenn ich jetzt einen Redstone hätte, würde da natürlich auch hier drüber angehen. So. Das wäre natürlich geklärt. Als nächstes das hier eigentlich. Schon mal ein bisschen vorbereiten. Hier machen wir so. Dann kann er hier runter, dann kann er hier hoch. Ja, und dann können die eigentlich, oder hier alle gemeinsam an diesem Punkt hier runter. Weil hier ist ja auch Wand direkt. Oder hier so vorn, hinten in der Ecke. Der muss nur einen raus. Und die kommen nachher, und die anderen kommen nachher hier so rum. Dann könnte man ja sagen, man geht hier nachher hier lang, hier runter, hier treffen sich alle. Geht auch nicht, denn der will ja auch irgendwo hin. Der von vorne kommt. Ich weiß nicht, 5 steuern oder 4? Ich müsste den steuern. Den. Intern vielleicht hier noch was. Ja, ich bräuchte doch 5. Dann passt der ja auch nicht hier. Der müsste ja dann der einen runter und da der ja hier sagt, der will ja so, bräuchte den auch nicht, dann bräuchte ich den über Kopf rein und dann treffen die sich noch alle hier hinten. In der Ecke. Lauf, Forrest. Lauf, 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 lauf. So. Ich mache jetzt auch nur noch eine halbe Stunde. Und dann sollte es erstmal für heute fertig sein, weil ich habe ja auch ein bisschen was anderes zu tun. Ich muss auch noch ändern. Wir müssen halt wieder Folgen hochgeladen werden. Das ist dann halt das übliche Spiel. So, wir tun mal die Hebel hier auch gleich mit rein. Das brauche ich nicht. Das, das. Und das hier. Kommt erstmal da rein. Was mache ich denn da jetzt für ein Holz rein? Puh, gute Frage, nächste Frage. Oder hier nochmal wieder so braun nehmen. Ob ich. Achso, Walnuss hatte ich ja schon da. Was haben wir denn noch so für Holz? Können wir das hier nachgucken? Holz, 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 Holz. Was ist denn Ebony? Das ist Ebenholz. Das wäre so ein schwattes, ne? Das gefällt mir eigentlich auch. Oder so Wänge. Aber brauchen wir auch so lange für Ebenholz. Ebenholz, Ebenholz, um Ebenholz. Ich weiß gar nicht, wo ich Ebenholz herkriege. Könnte, glaube ich, vom Ebony sein. Affenbrotbaum, okay, geil.
Gibt's auch Holz für, ne? Akazie. Gabockter Affen. Affenbraumbrot. Holzplanken, okay. Ja, was machen wir denn da für ein Holz später? PC stehen ja schon mal, das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, ich werde mich dann hier so für Wenge oder für Ebony bzw. Ebenholz hier entscheiden. Und dann irgendwas Helles noch so als Kontrast oder irgendwas Bordeaux, Mahagoni, ja, ist es nicht Mahagoni? Nicht Maha, ne? Mahagoni. Nicht Mara, sondern Mahagoni, wie das ausgesprochen, okay. Ja, so ein Bordeaux-Rotes ist das, ja. Okay. Das lassen wir mal, das lassen wir. Weißt du, was wir machen? Wir holen uns mal die Crafty Turtle. Und da bin ich ja noch ein bisschen was anderes am Programmieren. Da brauchen wir eine Craft Turtle. Brauchen wir eine Wireless Craft Turtle? Die könnte ich eigentlich machen. Ja. Denn da habe ich nämlich WS auch noch mit vor. Da brauchen wir so ein Wireless Modem. Brauchen wir eine Enderperle. Ei. Bestimmt eine Enderperle? Bestimmt. Ja, habe ich doch. Da brauche ich zwei von. Wie viele Enderperlen habe ich denn? Okay. Da ist Stein. Knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil ich benutze noch einen weiteren PC, der aber nur mit 3 Komponenten steuerbar ist. Und ich den irgendwo im Haus verteile und dann sage, wenn jetzt zum Beispiel, dann ist das einfacher zu steuern für mich, den irgendwo hinstelle und sage, sagen wir mal, steht hier, dann klicke ich den an. Dann läuft das Programm. Dann brauche ich nicht dahin gehen und brauche das Programm eingeben, sondern brauche das hier nur per Knopfdruck drücken und unten läuft das Programm einfach fertig. Ich kann es leider nicht abschalten, weil das war...